Hallo und herzlich willkommen, ihr Modern Consumer da draußen. Folge 17 ohne groß nix los. Ich freue mich, dass ihr heute dabei seid. Will jetzt nicht lange um den heißen Brei reden. Wir haben zwei neue Innenverteidiger. Das Bild habt ihr wahrscheinlich schon im Vorschaubild gesehen. Wer dabei ist, es ist Sergio Ramos. Der ist mit 87% von euch gewählt worden auf Platz Nummer 1. Und dahinter, ganz knapp, war dann Varane mit 24,4%, der war vor Piqué mit 21,6%, also ihr seht, wie eng das hinten dann war, aber ganz eindeutig wollte ihr Ramos haben, den habe ich jetzt geholt und Varane, wie gesagt, das heißt, wir haben jetzt zwei Innenverteidiger von Real Madrid, ja, einen rechten Verteidiger von Madrid, einen Torwart von Barcelona und einen linken Verteidiger von Barcelona hier im Team. Sergio Ramos habe ich jetzt als Shadow gekauft für 57.500, günstiger gab es ihn aktuell nicht. Die Preisrange hat da nichts anderes hergegeben und Varane habe ich für 1000 Münzen gekauft als Basic und ja, damit geht unser Barca-Real-Team wahrscheinlich weiter. Ich bin gespannt, wen wir heute freispielen werden. Bevor es jetzt zum Spiel geht, wir machen wieder ein Pokalspiel und ich habe beim letzten Mal verpeilt, dass ich das Unentschieden hätte einfach nur halten müssen, um in die Verlängerung zu kommen. Ich Idiot, einmal dafür bongen. Bevor es jetzt zum nächsten Gegner geht im Pokal, seht ihr nochmal die Tore, die im letzten Part gefallen sind. Und dann geht's los mit dem Spiel. Viel Spaß! Jetzt mal durch auf Toni! Und... Da! Ja! Da! Erste Tor mit Toni Kroos, Team of the Year! Toni! Toni! Ja! Toni! 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 Ja! Das Ding! Das Ding! Das Ding ist drin! Ja, das waren die Tore und jetzt kommt mein nächster Gegner. Oh, der hat die gleiche Formation wie ich, bis auf, dass er hier ZDM-Spieler. Eigentlich könnte die Formation genauso hinmachen, weil ich ja auch immer einen ZDM-Spieler reinmache. Könnte man eigentlich auch nochmal abändern. Aber er hier auch mit dem Liga-BBVA-Team. Und ja, rechts dann so ein bisschen Bayern. Ja, nee, warte mal, das ist doch ein Hybrid-Team. Ich hab's doch wieder nicht gecheckt. Hab's wahrscheinlich jetzt immer noch nicht gecheckt, aber ich wollte nur nochmal sagen, so, dass ihr im letzten Part jetzt... Ich habe jetzt keine außergewöhnlichen Sachen erlebt, so nach dem Motto, jetzt wo ich dann den blauen Toni habe, ist alles anders oder so, weil mir das ja viele so ans Herz gelegt haben, was sie für die Serie, brauchst du den, dann hast du mehr Abonnenten oder keine Ahnung, mehr Aufrufe und alles ist viel toller und so, merkt man jetzt keinen Unterschied. Von der Resonanz von den Leuten her ist eigentlich alles so geblieben wie bis jetzt. Jedenfalls hat sich bis jetzt aktuell, wo ich das Video hier mache, nicht wirklich was geändert. Wollte ich nur mal kurz als mein Fazit daraus gegeben haben. Und jetzt muss ich mich anstrengen und ihr seht auch diesmal die Highlights vom Spiel. Mal gucken, ob da auch noch ein paar kommen werden. Vielleicht hier mit dem Angriff. Nee, das wird zu leicht. Zu sehr da oder da außen oder vorne in der Mitte. Aber Kamachal! Was war das jetzt? Das war auf jeden Fall eine brenzlige Situation für einen Gegner. Hier ein bisschen mit Glück rausgekommen, finde ich. Oh, vielleicht klappt's ja. Auch hier einfach mal hin. Oh, er passt ihn dahin. Und er. Ah, Schuss von ihm. Oh. Oh, 1-0 steht's jetzt hier. Auch Klatscher. 1-0 nach 21 Minuten. Der stand da gut frei. Und er hat ihn einfach auch schlecht rausgeklärt. Und man muss hier sagen, eine Vorlage von Toni Kroos. Das heißt, er hat jetzt eine Vorlage. Und ich bin der Meinung, er hatte keine bis jetzt, die wir uns gemerkt hatten. Eine Vorlage, Toni Kroos, das heißt noch eine Vorlage. Und es gibt auch einen neuen Spieler, weil ich ja mal gesagt habe, bei zwei Vorlagen gibt es einen neuen Spieler. Jetzt müssen wir da außen aufpassen. Sergio Ramos. Und dann hier die Klärung. Ter Stegen auf dem Weg. Oh, das war richtig brenzlig gerade. Da habe ich Glück gehabt. Da habe ich richtig Glück gehabt. Und jetzt da vorne, da ist er frei. Susaeta, wie auch immer er ausgesprochen wird. Und jetzt vielleicht da vorne, Toni. Aber der Ball kullert dann noch durch zu Ter Stegen auf der anderen Seite. Ja, bring ihn mir hier vorne hin. Das ist auch gut. Ja, weil ich auch zu dem spielen wollte. Und damit ist er durch. Oh, das hat mich nicht gut gemacht. Das war wirklich ein großartiger Fail von mir. Und da werde ich wieder verschont hier noch knapp. Und da außen haben wir ihn. Da haben wir Gabi. Und Gabi hat schon mal von außen getroffen. Und diesmal nur den Pfosten. Schade. Beste Möglichkeit nach dem Tor von mir, muss man ganz ehrlich so zugeben. Ja,
Und da soll der hingehen. Nochmal, jetzt auf Toni. Kommt er jetzt mit seinem ersten Schuss dran? Oh, 99er Longshot, ich sag's euch. Der killt ihn noch. Ja, und damit haben wir Halbzeit. Ihr seht, ich führe 1:0 durch eine Vorlage von Toni Kroos, muss man sagen. Und auch ein schönes Fernschusstor. Und ich habe auch mehr Chancen. Mal gucken, was in der zweiten Halbzeit so geht. Es läuft gar nicht so schlecht. Aber ich muss natürlich gewarnt sein hier mit den Aktionen, die er da schon hatte. Ich hatte auch schon ein bisschen Glück. Das war genau der Pass, der nicht hätte sein dürfen. Ah, jetzt muss ich mit Testing raus. Und das ist wahrscheinlich ein Tor. Und den hat er gut gemacht. Hat er sehr gut gemacht, weil ich vorne einmal gefehlt habe wieder. Und dann wird das halt eiskalt bestraft. Mit dem Ausgleich hier in der 54. ist aber noch alles möglich. Es ist noch alles möglich. Leider kommt Toni nicht zu irgendwelchen Chancen. Da drin der Verteidiger irgendwie vollkommen in die andere Richtung. Keine Ahnung wieso, aber das ist halt FIFA. Jordi Alba wird überhaupt nicht angegriffen. Er wird überhaupt nicht angegriffen. Toni! Oh, wie kann er denn den daneben schießen? Warum gehe ich nochmal in die Mitte? Warum schieße ich nicht einfach auf einen kurzen Pfosten? Ich weiß es nicht. Warum schießt er da hin, obwohl ich da bin? Warum? Warum machen die Leute sowas? Und jetzt hinten raus, komm! Ja, das könnte vielleicht hier ein entscheidendes Foul gewesen sein im Spiel. Eigentlich alles Pillepalle, was hier gerade so passiert. Aber dann kriegt er halt jetzt hier einen gut aussichtsreichen Freistoß, finde ich. Und der wird passen, würde ich jetzt so aus der Erfahrung her sagen, dass er nicht schießen wird. Aber er schießt und er schießt ihn nicht schlecht. Er schießt ihn nicht schlecht, 68 Minuten vorbei. Ich warte auf weitere Chancen für meinen Verein, für meinen Toni. Oh, das grenzt aber hier an Foul. Gabi mit dem nächsten Fernschuss in diesem Spiel. Ah, shit, jetzt kann er hier kontern. Nee, kann er nicht. Er kann es nicht. Aber jetzt komme ich durch, kein Abseits. Susaeta. Und dann einfach... Es kann nicht wahr sein, wie ich den versemmel. Ich hätte ihn auch rüber sweaten können. Hab's aber nicht gemacht. Toni, nächste Vorlage. Auf Suizeta. Und jetzt macht er rein. Zwei Vorlagen für Toni Kroos an der Stelle in einem Spiel. Und das ist auf jeden Fall ein neuer Spieler für den nächsten Part. Ohne, dass Toni heute bis jetzt getroffen hat. Aber da kann ja noch was gehen. Suizeta oder Suizeta, wie auch immer man den Bengel ausspricht. Jetzt kommt der Gegner mit so einer Kackaktion, wie ich es einfach nur hasse. Ja, und jetzt ist aber hier Schluss. Jetzt ist aber Schluss da. Und jetzt die Flanke. Kommt da, Toni? Nein, er kommt nicht. Und die Mitte, das ist so typisch. Das ist einfach nur typisch FIFA, dass ich da keinen stehen habe. Keinen. So, schön verteidigt. Und jetzt, Toni. Jetzt kann er durchziehen. Toni auf dem Weg zu seinem nächsten Treffer und der macht ihn nicht, aber der Nachschuss geht rein. Ist das eine Vorlage oder nicht? Das entscheiden wir dann. Ist das eine Vorlage? Ich weiß es nicht, aber 3-1 ist auf jeden Fall sehr wichtig. Ich werde das jetzt anhand der Statistik am Ende des Spiels entscheiden. Im Endeffekt finde ich, ist es keine Vorlage, aber es war eine große Beteiligung von Toni. Warum der den nicht macht mit seinem unglaublichen Schuss, das verstehe ich. Das soll mal einer verstehen. Aber auch ein Sieg sind ja übrigens, es wäre ein neuer Spieler. Und ja, das sieht doch danach aus hier aktuell, dass ich das jetzt nicht mehr verkacke. Oh, da kommt er durch. Nein, nein. Oh, ey, guck mal, der geht sogar noch ins Aus zum Einwurf. Sehr gut. So, Einwurf. Und damit ist der Drops gelutscht. Ich würde so gerne nochmal einen Schuss mit Toni aufs Tor bringen. Und das kann ich jetzt nochmal machen. Oh, schade. Ich musste von da schießen, weil die hätten den alle im Traben eingeholt. Das wäre alles kein Problem gewesen. Naja, gut. Und somit geht das Spiel 3:1 aus für mich. Ohne Tor von Toni Kroos, aber mit Beteiligung.
Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Es war auf jeden Fall sehr anstrengend, das Spiel, weil der Gegner nicht schlecht war. Und er hatte ja seine Chancen, Torwart hier im Netz. Und ich werde jetzt euch anfangen, Spieler einzublenden. Und es kommen auf jeden Fall zwei neue Spieler, für die ihr jetzt abstimmen könnt. Link ist in der Beschreibung, wie immer, drin auf meiner Homepage. Bitte auch den Adblocker auf meiner Homepage ausmachen. Das wär sehr nett von euch, dass dann... Unterstützung für mich auf jeden Fall. Torvorlage ist von Gomez gewesen. Es war gar nicht groß. Jedenfalls groß hat zwei Torvorlagen gehabt. Das heißt, es gibt zwei neue Spieler. Und wir machen das jetzt so wie beim letzten Mal. Ja, machen wir so, ne? Die zwei äußeren ZM-Spieler, da werden ZM oder ZOM-Spieler eingesetzt. Und für den ZM in der Mitte wird ein defensiver Mittelfeldspieler eingesetzt. Das kommt dann aber beim nächsten Mal. Also ihr könnt jetzt für zwei ZM- bzw. ZOM-Spieler wählen, die auf die äußeren Mittelfeldpositionen kommen. Und ja, macht schön mit, fleißig bei der Umfrage. Geht ganz schnell und einfach auf den Link gehen, mitmachen. Ihr könnt mitentscheiden. Dann seht ihr auch schon, wie so die Umfrage gelaufen ist. Wer ist mit oben dabei? Und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Ich freue mich drauf. Ich hoffe, ihr auch. Bis dann. Macht's gut. Ciao, euer Basti oder auch Modern Consumer. Abonnieren nicht vergessen, wenn ihr meine Videos nicht verpassen wollt. Ciao. Die haben halt beide hohe Angriffswerte. Von daher sind die jetzt ja nicht ganz so defensive Spieler. Mit denen kann man halt vorne auch gut was reißen. Dann hier links vorne El Sharabi. Und vorne im Sturm muss natürlich Tevez rein, den ich jetzt nicht als irgendwie Inform-Variante habe. Auf der rechten Seite habe ich mich für diesen Spieler damals entschieden. Das ist Salah. 94 Tempo als Man of the Match-Karte hatte mich 59.000 gekostet. Das Einzige, was er halt nicht so gut hat, ist...